Ich begrüße Sie herzlich im Namen von Schlotauer und Wauer zu einer neuen Ausgabe unserer Webcasts. Wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind. Wer bei unserem letzten Podcast verfolgt hat, vielleicht noch sich daran erinnern, dass wir jetzt, also unsere Netzsteuerung Ines, jetzt unter dem Namen MyCity Adaptive vertreiben. Wir werden aber nachher noch sehen, dass sich daran, also an der eigentlichen Funktionalität und an den bisherigen Möglichkeiten, die Ines geboten hat, nichts geändert hat, auch wenn Sie jetzt Ines-Kunde sind und sich fragen, muss ich jetzt irgendwie hier umstellen? Nein, müssen Sie nicht. Es gibt nach wie vor die Möglichkeit, mit einer Ines-Installation zu arbeiten und die wird auch nach wie vor unterstützt. Also das nur schon mal vorneweg. Aber es wird im Rahmen dieses Webcasts dann jetzt von MyCity Adaptive die Rede sein. Steigen wir ein. Kurz eine Übersicht, was wir heute vorhaben. Es gibt zum ersten Mal eine kleine Einführung, Motivation, warum machen wir Netzsteuerung. Dann steigen wir direkt ein in die Algorithmen, also ein kurzer Abriss über die Funktionalität. Wie ist das Ganze, auf welchen Prinzipien fußen unsere Entscheidungsalgorithmen? Wie ist das Ganze verkehrstechnisch unterfüttert? Dann haben wir einen Teil Ergebnisse und Referenzen, wo wir nochmal kurz auf unser bisher größtes Projekt in Bogotá eingehen wollen. Auch nochmal kurz einen Überblick geben, wo sind wir bereits überall aktiv. Dann, das haben wir diesmal ein bisschen mehr ans Ende gestellt, wie ist die Systemarchitektur? Und das ist dann so der Übergang zum letzten Teil. Darauf, das ist heute sozusagen auch vielleicht der neueste Anteil oder das, was wir jetzt nochmal neu und stärker in den Fokus rücken wollen, die Möglichkeit, MyCity Adaptive in der MyCity Cloud anzubieten und welche Möglichkeiten es da auch für Sie gibt, da mal reinzuschnuppern und das Ganze zu testen. Das schon mal als Teaser, also am Ende wird es nochmal interessant. Motivation, steigen wir gleich ein. Also was sind unsere Ziele, wenn wir Netzsteuerung betreiben? Staus vermeiden, Reisezeiten reduzieren, ja, das wollen wir eigentlich immer in der Verkehrstechnik. Sicherheitsaspekte, Wartezeiten reduzieren, Halte verringern, Umwelt, Aspekte, Verkehr verstetigen, Emissionen verringern und natürlich insgesamt wollen wir das Ganze so effizient wie möglich machen und wo wir können vorhandene Infrastruktur nutzen. Wie sieht das Ganze, kann das Ganze auf der Straße aussehen? Wir haben hier mal eine ganz einfache oder einen ganz klassischen Anwendungsfall. Wir stellen uns eine Situation vor, klassisch Ausfallstraße bzw. Radiale, wo wir sehr starken Richtungsverkehr haben. Frühspitze in Richtung Innenstadt und dann ebenso Nachmittagsspitze, die umgekehrte Situation, der Verkehr bewegt sich aus der Stadt heraus. Jetzt ist die Frage, stellen sich diese Muster tatsächlich immer dann ein, wenn wir sie zeitlich erwarten, dann bräuchten wir erstmal keine Netzsteuerung zu implementieren. Und wir könnten das Ganze natürlich dann auch mit einer Zeitschaltuhr lösen. Jetzt ist es so, dass sich diese Muster natürlich nicht jeden Tag zur gleichen Zeit einstellen, beziehungsweise auch bei Wochenenden und Feiertagen mal unvorhergesehen auftreten können. Und da wollen wir bereit sein. Was ist das grundlegende Dilemma, vor dem wir stehen, vor dem wir immer stehen bei Lichtsignalen oder mit Lichtsignalanlagen geregeltem Verkehr? Wir haben den grundsätzlich so eine Art Zielkonflikt. Je mehr Kapazität wir bereitstellen, desto mehr Wartezeit generieren wir auch für die Nebenrichtungen, zumindest solange wir uns in Bereich befinden, wo wir die ausreichende Kapazität zur Verfügung stellen. Das heißt, wir wollen eigentlich zu jedem Zeitpunkt genau die Kapazität zur Verfügung stellen, die benötigt ist und nicht mehr, denn jede Sekunde grün, die wir zu viel zeigen, ist eigentlich eine Sekunde Wartezeit, die wir irgendwo produzieren. Wie löst jetzt MyCity Adaptive dieser Widerspruch, beziehungsweise wie sehen die Algorithmen aus? Wir haben grundsätzlich zwei Funktionen, die wir implementieren. Das ist einmal die sogenannte Szenarienauswahl und einmal die Grünzeitverteilung. Die Szenarienauswahl ist sozusagen die Grundfunktion von MyCity Adaptive oder von Ines, die wir immer zur Verfügung stellen. Das heißt, Szenarien oder auch Programme, aus denen ausgewählt wird, eine Bibliothek an Szenarien, die an zu erwartende Verkehrssituationen angepasst ist. Und bei dieser Szenarienauswahl findet zunächst mal eine Kurzfristprognose statt. Das heißt, wir schauen, wie ist der Verkehr aktuell und wie wird er sich kurzfristig entwickeln? Welche Kapazität müssen wir dann zur Verfügung stellen? Wir schauen darüber hinaus, können wir eine Lastrichtung erkennen? Gibt es eine koordinierte Richtung, die wir hier bevorzugen sollten? Dann kommt obendrauf noch das Ansehen von Strategiedetektoren. Das werden wir uns gleich alles nochmal Schritt für Schritt im Detail anschauen, wie das dann untersucht wird.
Und dann das zweite große Modul, die Grünzeitverteilung, wenn entsprechend die Steuergeräte vor Ort dafür ertüchtigt sind und entsprechende Steuerung implementieren, eine LISA-Steuerung implementieren, können wir auch Grünzeit verteilen bzw. Versätze anpassen. Ja, Kurzfristprognose, mal die Frage, warum eigentlich Kurzfristprognose, warum nicht auch Langfristprognose? Wir sammeln Daten ja auch langfristig bzw. können sie langfristig vorhalten. Warum nicht auch schauen, wie hat sich der Verkehr letzten Donnerstag entwickelt oder an einem typischen Donnerstag? Wir haben hier mal ein Beispiel, das ich mal ganz gerne zeige. Wir haben hier zwei Kurven gegeneinander. Die rote Kurve ist hier der typische Montag in diesem Fall. Die blauen Balken stellen den tatsächlichen Verkehr an diesem Tag dar. Und wir sehen, dass in diesem speziellen Fall tatsächlich der Verkehr an diesem Tag eine halbe Stunde früher eingesetzt hat als an einem typischen Montag. Grün ist jetzt hier unsere Kurzfristprognose, die tatsächlich auf Basis der aktuellen Verkehrsgeschehens diesen in die Zukunft fortschreibt. Und diese Kurve eigentlich für mich immer das Argument, eine Langfristprognose mag für strategische Überlegungen sinnvoll sein. Wir sind eigentlich aber hier bei der Netzsteuerung, bei der Lichtsignalsteuerung eher auf einer taktischen Ebene, wo wir die aktuelle Situation gut verstehen und abbilden müssen. Denn dass der Verkehr normalerweise in einer halben Stunde erst losgeht, das nützt mir eigentlich an diesem speziellen Tag dann nicht. Und auch umgekehrt, wenn die Situation umgekehrt wäre, ich erwarte jetzt einen Anstieg des Verkehrs, der heute aber nicht kommt oder heute erst 20 Minuten später kommt. Diese 20 Minuten, wo der Verkehr erst später rollt, das sind genau die 20 Minuten, in denen ich mit einer geringeren Umlaufzeit ein Optimierungspotenzial habe, wo ich sage, warum muss ich denn jetzt im 90er Umlauf sein, wenn ich das noch gar nicht brauche? Weil wenn ich dann argumentiere, naja, dann habe ich einen Sicherheitspuffer, naja, dann kann ich auch wieder zurück zu meiner zeitgesteuerten Programmauswahl gehen, weil da habe ich diese Puffer immer drin und die kann ich mir dann so groß wählen, wie ich möchte. Also ganz klar, unser Ansatz so nah an den aktuellen Messwerten zu bleiben wie möglich. Kapazitätsberechnung. Wir schauen auf die aktuell benötigte Grünzeit, setzen diese in Verhältnis zur tatsächlichen bzw. zur Verfügung stehenden Grünzeit, was jetzt hier auf dieser Folie ein bisschen zu kurz kommt. Wenn Sie da mal Interesse haben und das nochmal genauer verstehen wollen, kann man gerne mal einen Termin machen, wo wir da noch mehr ins Detail gehen. Bei einer verkehrsabhängigen Steuerung schaut man, das ist ja keine tatsächliche Grünzeit oder keine Grünzeit, die jetzt überschüssig gesendet würde. Das muss man natürlich dann entsprechend mit dem ins Verhältnis setzen, was die Steuerung zu leisten in der Lage ist. Das Verhältnis jedenfalls aus der benötigten und der tatsächlichen Grünzeit oder der zur Verfügung stehenden Grünzeit, das ist unser Sättigungsgrad. Den berechnen wir netzweit für alle relevanten Signalgruppen. Das heißt, unser Input sind die zur Verfügung stehenden Grünzeiten oder maximal zur Verfügung stehenden Grünzeiten in der verkehrsabhängigen Steuerung und haben dann mit dem Sättigungsgrad eine dimensionslose Größe, die wir dann bewerten können. Das heißt, anhand des Sättigungsgrads entscheiden wir, wie gut geeignet ist ein Programm eigentlich. Das können wir jetzt nicht direkt machen. Wir können jetzt nicht sagen, naja, wenn der Sättigungsgrad möglichst niedrig ist, dann haben wir ein gutes Programm, sondern wir wollen eigentlich entscheiden, der Sättigungsgrad soll sich möglichst in einem optimalen Bereich befinden. Das heißt, wenn wir immer einen niedrigen Sättigungsgrad anstreben würden, dann würden wir ja immer im Spitzenprogramm laufen. Wenn wir umgekehrt, müssen wir aber natürlich aufpassen, dass unser Sättigungsgrad einen bestimmten Grenzwert nicht überschreitet, dass wir halt keine Rückstaus, keine Überlastung produzieren. Deswegen benutzen wir diese Eignungsfunktion, die Sie hier auch abgebildet sehen. Das heißt, jetzt mal hier unsere Sättigung auf die X-Achse gepackt und diesen grünen Bereich, das ist halt der Bereich, den wir anstreben. Das kann je nach Programm auch ein unterschiedlicher Bereich sein. Ein Spitzenprogramm wird man wahrscheinlich in einem höheren Sättigungsgrad fahren als ein Schwachlastprogramm. In diesem Fall wäre der optimale Bereich zwischen 60% und 70%, also 0,6 bis 0,7 Auslastung ungefähr. Lassen Sie es 0,55 sein. Das heißt, in dem Bereich bewerten wir dieses Programm dann mit 100% Eignung. Sollte der Verkehr ansteigen und dann der Sättigungsgrad über diese Grenze, die hier bei ungefähr 70% liegt, anwachsen, dann fällt die Sättigung ab. Und in dem Moment, wo wir hier über diesen Maximalwert kommen, der hier parametriert ist, kommen wir hier in den Übersättigungsbereich, in dem Fall ist dann das Programm ungeeignet. Diese Kurve, die können Sie sich mal merken, die werden wir später auch noch sehen, wenn wir aufs Live-System gehen.
Das ist eigentlich unser Hauptkalibrierungstool, was so die Netzsteuerung angeht. Also ja, hier nochmal klar gemacht, also ich habe hier einen unterlasteten Bereich, ich habe einen optimal ausgelasteten Bereich und dann einen kritischen Bereich und einen überlasteten Bereich. Ja, und aus dieser Überlegung ergibt sich jetzt, wenn ich jetzt verschiedene Programme mit unterschiedlicher Kapazität habe, wenn man das mal an einem Beispiel durchrechnet, wird jetzt eine Belastung bei verschiedenen Programmen zu verschiedenen Eignungen führen. Plan mit niedriger Kapazität ist hier bei 150 Fahrzeugen für jetzt eine ausgewählte Signalgruppe vielleicht schon bei 60% Auslastung. Das ist in dem Fall für dieses Programm als ideal definiert. In einem Plan mit hoher Kapazität sind es vielleicht nur 35-40% Auslastung, was jetzt hier in diesen ansteigenden Bereich der Eignungskurve fällt. Das heißt, dieser Plan ist dann geeignet für diese Signalgruppe mit etwa 60%. Also hier Eignung 1, hier Eignung 0,6. In dem Fall würde jetzt dieser Plan mit der niedrigen Kapazität bevorzugt werden. Das macht man dann nicht nur für eine Signalgruppe, sondern für alle Signalgruppen im Netz und kann das auch noch mit Wichtungsfaktoren belegen, sodass halt Hauptrichtungssignalgruppen stärker ins Gewicht fallen und da eher geguckt wird, dass sie sich in einem optimalen Bereich befinden. Und dann hat man am Ende eine Gesamteignung für ein Szenario und dort wird dann halt jeweils das Szenario mit der höchsten Gesamteignung ausgewählt. Hier nochmal zusammengefasst. Also wir wollen ein Optimum erreichen. Wir definieren auch jeweils ein Maximum. Capacity Optimizer genannt. Sie werden das nachher nochmal wiedersehen, wenn wir auf die Module kommen. Also Kapazitätsoptimierung. Einfach wir schauen, wo ist die Kapazität am optimal für die gerade bestehende Verkehrssituation. Das ist der erste Schritt. Schauen, dass alles leistungsfähig ist und möglichst gut ausgelastet. Der zweite Schritt ist natürlich hier, steht schon, Bestimmung der Lastrichtung. Also wenn ich jetzt ähnliche Freigabezeiten habe in verschiedenen Programmen, wie komme ich auf eine, wie wähle ich das Programm aus, was jetzt von der Koordinierung am besten passt? Und dafür werten wir mit so einer kleinen Mikrosimulation intern die Verlustzeit aus. Das heißt, wo entstehen Wartezeiten gegenüber dem freien Abfluss? Das sieht dann so aus, dass sozusagen intern diese so ein Zeitwegdiagramm aufgebaut wird, beziehungsweise die Abstände zwischen den Haltlinien sind bekannt. Und dann werden einzelne Fahrzeuge simuliert und dann wird immer geschaut, wo muss das Fahrzeug bei Rot stehen, beziehungsweise wo muss es hinter einem bereits wartenden Fahrzeug warten. Und das wird natürlich dann für beide Richtungen gemacht. Und hier sehen wir jetzt mal, ich weiß nicht, ob man sieht, dass tatsächlich die Grünbänder sehen zwar anders aus, aber die Grünzeit ist eigentlich die gleiche, bloß die Fahrtrichtung halt eine andere. Und hier ist diese Koordinierung natürlich entsprechend schlechter für die Gegenrichtung. Und die Verlustzeiten sind dann halt auch entsprechend höher. Das macht man jetzt für die gerade aktuelle Belastung für alle Fahrzeuge und bekommt dann eine Verlustzeitensumme für die gesamte Strecke. Das heißt, ich kann jetzt hier nicht nur Korridore definieren oder nicht nur für eine Hin- und eine Gegenrichtung. Ich könnte auch noch Querrichtungen mit definieren. Das heißt, es ist jetzt nicht darauf beschränkt, einen koordinierten Korridor zu haben, sondern pro Steuerungsgebiet kann man halt auch mehrere dieser Korridore definieren und dann auch verschiedene Kombinationen aus Ost-West, Nord-Süd, Süd-Nord gegeneinander bewerten lassen. Und anhand der Verlustzeit ist dann immer sichergestellt, dass dasjenige Programm ausgewählt wird, was gerade der dem entsprechenden oder dem vorliegenden Verkehrsmuster am besten entspricht. Das ist allerdings, muss man sehen, ist immer der zweite Schritt. Also als erstes wird immer geschaut, dass dass Leistungsfähigkeit gegeben ist und aus den leistungsfähigen, bestbewerteten Programmen wird dann nochmal ein Abgleich gemacht, welches dieser von der Kapazität angemessenen Programme passt denn jetzt am besten von den Koordinierungsbedingungen her. Es kommt hier als nächster Punkt, gegebenenfalls überprüfen mit Strategiedetektion. Die Strategiedetektion ist tatsächlich ein optionales Modul. Wir haben jetzt uns den Verkehr einzig und allein angeguckt anhand der rein rechnerischen Kapazität. Das heißt, wir zählen an den entsprechenden Messquerschnitten und Signalgruppen die aktuelle Verkehrsbelastung. Muss jetzt auch gar nicht nur an dezidierten Zählstellen sein. Wir nehmen dazu in der Regel eigentlich die haltliniennahen Detektoren, die an der verkehrsabhängigen Steuerung ohnehin vorhanden sind. Die sind auch optionsfleischend sowieso Videodetektoren mit Einschränkungen, wenn man sie richtig aufbaut und auch richtig bei der Definition der Detektorfelder nochmal bestimmte Dinge beachtet, auch
absolut oder zuverlässig genug, hinreichend zuverlässig, um für Zählungen benutzt zu werden. Darüber hinaus kann es natürlich immer Situationen geben, wo man sagt, okay, es gibt hier externe Faktoren, die dazu führen, dass wir hier Stausituationen haben oder kritische Verkehrssituationen oder einfach Überlastungssituationen, die dazu führen, dass der Verkehr nicht mehr stetig fließt. Dann kann es auch dazu kommen, dass die Verkehrsbelastung oder dass die gemessene Verkehrsbelastung abnimmt, aber das liegt eigentlich eher daran, dass die Geschwindigkeit zusammengebrochen ist. Wir schauen uns jetzt hier mal so ein Beispiel an. Hier unten haben wir einmal die gemessene Verkehrsbelastung normiert auf einen Maximalwert. Also man schaut dann, wie viele Spuren habe ich hier, beziehungsweise an dieser Messstelle, wie ist meine maximale Freigabezeit am Stromabwärts, sodass man eine Maximalbelastung definiert. Und jetzt kann man hier oben und auf der Y-Achse sehe ich die gefahrene Geschwindigkeit ebenfalls normiert auf die zu erwartende oder gefahrene maximale Geschwindigkeit. Und dann ergibt sich hier diese Punktwolke. Und man sieht, wenn jetzt hier der Verkehr hier in einen kritischen Bereich kommt, sinkt zunächst mal die Geschwindigkeit. Und dann, wenn es zu einer tatsächlichen Stausituation kommt, bricht die Geschwindigkeit auch dann hier zusammen. Und ich habe also hier Situationen, wo die Geschwindigkeit, die fahrenden Geschwindigkeiten sehr niedrig sind und die Belastung eigentlich gar nicht so hoch. Also wenn ich jetzt nur die Belastung in dieser Situation hier anschauen würde, könnte ich jetzt bei diesen beiden Situationen nicht entscheiden, dass ich hier eigentlich in einem totalen Überlastungszustand bin. Rein rechnerisch würde die Steuerung dann eigentlich dazu tendieren, in ein leistungsschwächeres Programm zu schalten. Und das ist genau das, was man verhindern will mit so einer Strategiedetektion, mit so einer Geschwindigkeitsmessung, dass man guckt, aha, eigentlich ist die Verkehrsnachfrage in dem Fall größer als das, was hier zur Verfügung steht. Und das führt dann über eine solche Entscheidungsmatrix hier dann dazu, dass in den Situationen, wo hier kritischer Situationen oder eine Stausituation entstanden, erkannt wird, dass in dem Fall dann nicht runtergeschaltet wird, beziehungsweise auch automatisch in ein leistungsfähigeres Programm geschaltet werden kann. Ja, das Ganze führt dann zu einer Empfehlung. Vielleicht können wir uns das tatsächlich auch mal hier anhand des Live-Systems anschauen. Das ist jetzt hier eine tatsächliche MyCity Adaptive Installation. Und jetzt kann ich hier mal gucken, dass wir die Schritte hier nochmal nachvollziehen können. Wir haben einmal hier die in diesem Netz definierten Abschnitte, Signalgruppen, die hier überwacht werden und die bewertet werden. Und ich sehe hier jeweils den Namen des Abschnitts oder den Namen der Signalgruppe. Also hier Abschnitt Anlage 15 K1 Gegenrichtung. Geradeaus Richtung Süden, Sättigung 48% bei einer Belastung von 472 Fahrzeugen in der Stunde. Hier haben wir zum Beispiel eine Überlastung oder Übersättigung 1,2, 120% Sättigung. Man muss immer so ein bisschen aufpassen bei diesen aktuellen Werten, da bei der Grünzeit und bei der Belastung, also die Belastung ist immer geglättet auf eine Viertelstunde, die Grünzeit ist eigentlich immer aktuell aus den letzten 5 Minuten, da kann es schon mal sein, dass man auch Sättigungsgrade sieht, die halt über 100% liegen, aber generell ist das jetzt hier erstmal die aktuelle Lage und jetzt kann man sich anschauen, wie daraus über die Eignung eine Bewertung stattfindet. Das sind jetzt hier die Bewertungskurven für die zur Verfügung stehenden Programme. Und man sieht hier immer so Abfälle auf 0. Das bedeutet, dass in dem Moment irgendein Abschnitt in diesem Programm überlastet ist. Und man kann jetzt hier auch nochmal reinschauen. Wenn wir jetzt hier mal aktuell schauen, ist jetzt hier das Nachtprogramm aktuell ist überlastet. Deswegen ist es hier auf 0. Und wenn ich mir jetzt hier die einzelnen Abschnitte und Signalgruppen nochmal anschaue, sehe ich halt für jede einzelne, wie sich dort die Belastung oder die Bewertung für die einzelnen Programme darstellt. Hier sind noch so Sonderprogramme definiert, aber vor allen Dingen hier dieser, das wird ein Linksabbieger sein, K5 Linksabbieger, da ist in dem Moment das Nachtprogramm überlastet und wird deswegen mit 0 bewertet. Und so kann ich mir eigentlich über den ganzen Tag dann anschauen, wo welches Programm gerade kritisch ist und kann dann da auch nochmal reingehen. Manchmal ist es so, dass man tatsächlich Abbieger vielleicht gar nicht mit betrachten möchte, weil die im Programm mit so, ja,
Zusatzgrünzeit einfach ausgestattet sind, die es dann in der Bewertung schwer ablesen lässt. Aber generell schaut man hier halt nach, wann findet wo eine Überlastung statt, wie muss ich vielleicht an meinen Eignungskurven noch was machen. Das ist jetzt hier die Entscheidung. Ja, auf den ganzen Tag. Wir sehen also in grün das aktuelle Programm und in blau das empfohlene. Können wir nochmal hier aufs Berlin-Teil schauen. Ich habe also hier einmal allgemeine Parameter, ist die Steuerung aktiv oder nicht. Ich kann auch direkt ein Szenario aktivieren. Ich kann die Hysterese einstellen, also wie viele Umläufe wird gewartet, also wie viele 5-Minuten-Intervalle, bis ein Programm geschaltet wird. Und dann hier habe ich die entsprechenden Eignungsparameter für die einzelnen Programme. Also hier nach Programm bis 90%, Tagesprogramm bis 110%. Und dann hier Gewichtungsfaktoren, Zeitbedarfswerte für die einzelnen Signalgruppen. Ebenso für die anderen relevanten Systemparameter. Das erstmal zu der Szenarienauswahl. Wie gesagt, das jetzt die Standardinstallation, die wir auch eigentlich, wenn eine lokale verkehrsabhängige Steuerung vorhanden ist, eigentlich auch immer so empfehlen würden. Es ist meistens die optimale Lösung, wenn eine Grünzeitverteilung von Seiten der Netzsteuerung gewünscht ist, dann ist auch das möglich. Das funktioniert dann über eine spezielle Logik, wo über Rahmenpläne gesteuert werden kann oder von der Netzsteuerung gesteuert werden kann, was die maximalen Grünzeiten im Umlauf sein sollen. Die werden dann auch alle 5 Minuten geupdatet. Die tatsächliche Grünzeit oder Phasenlänge wird nach wie vor von der lokalen Steuerung bestimmt, aber die Rahmen, in denen sich das bewegt, werden dann durch die Netzsteuerung sozusagen vorgegeben. Es kann da sinnvoll sein, wo man sagt, man hat eine hochdynamische oder hat eine sehr dynamische Nebenrichtung, wo mal in einem Umlauf keiner kommt, dann kommen im nächsten Umlauf wieder 4 Fahrzeuge und dass man sagt, man will diese Spitzen, auch wenn da vielleicht mal einer 2 Umläufe warten muss, dass die sozusagen durch die Netzsteuerung so ein bisschen weggebügelt werden, wenn ich eine hochbelastete Hauptrichtung habe. Also zu bestimmten Zeiten sage ich, okay, jetzt können die 4 Fahrzeuge da auch in einem Umlauf abfließen, aber wenn ich weiß, in der Hauptrichtung ist total viel los, dann würde ich eher sagen, ich lasse 2x2 abfließen. Und das zu bewerten ist dann halt Aufgabe der Netzsteuerung, über mehrere Umläufe da auf so eine Glättung reinzubringen. Das erstmal zum Algorithmus. Ich würde jetzt mal ganz kurz nochmal ein paar Ergebnisse vorstellen, weil wir da dieses Projekt, das wir in Südamerika gemacht haben, da eigentlich auch sehr gewissen Aufwand betrieben haben, da nochmal Messungen vorzunehmen. Nochmal kurz als Überblick, ist eine komplette Neuausstattung, hat dort stattgefunden, alle Anlagen im Stadtgebiet. Die Bogotá, die Hauptstadt von Kolumbien, hat etwa 7 Millionen Einwohner bei 1500 Lichtsignalanlagen, verteilt auf 1200 Steuergeräte. Da gibt es sehr viele Doppelanlagen, weil es teilweise sehr kurze Knotenabstände sind, so eine Blockstruktur mit teilweise sehr kurzen Abständen. Das heißt, man geht da aus Kostengründen häufig auf so zwei Knoten mit einem Steuergerät. Eine Herausforderung war hier auch, dass es insgesamt uns nur 1300 Videodetektoren zur Verfügung standen. Das heißt, es gab eine Verkehrsstudie, wo man erstmal geguckt hat, wo brauche ich wirklich Detektion? Was sind Knoten, die voneinander abhängig sind? Wo macht es überhaupt Sinn, eine verkehrsabhängige Steuerung zu nehmen? Wo sind die Verkehrsverhältnisse so vorhersehbar, dass ich erstmal sage, ich mache das hier über eine Zeitschaltuhr, beziehungsweise ich mache es über eine reine verkehrsabhängige Programmauswahl? Wo gehe ich nochmal rein und mache Grünzeitverteilung? Dabei ist bei dieser Analyse ist rausgekommen, insgesamt 98 Kilometer an Korridoren mit Grünzeitverteilung, 166 Kilometer mit Szenarienauswahl. Also insgesamt sind es etwa 800 Knotenpunkte, die mit INES gesteuert werden. Davon sollten es ungefähr 250 sein, die auch Grünzeitverteilung betreiben. Die anderen 500 bis 600 sind reine Programmauswahl. Was ist dabei rausgekommen? Wir haben auf ausgewählten Korridoren tatsächlich so Reisezeituntersuchungen gemacht. Im Durchschnitt hatten wir eine Verbesserung von 10%
in den Reisezeiten, was schon wirklich eine spürbare Verbesserung ist. Man muss sagen, man kommt in Bogotá, bei Kolumbien, wirklich von Verbesserung von einem sehr niedrigen Niveau und auch eine Verbesserung in einem Umfeld, wo wirklich zu den Spitzenzeiten zumindest eine heillose Überlastung tatsächlich da ist. Also ist jetzt nicht so, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, wir haben die Verkehrsprobleme dieser Stadt gelöst, aber wir haben zumindest da, wo Optimierung möglich ist, das auch tatsächlich so realisiert und können hier auch ja mit echten Zahlen argumentieren. Sie werden sicherlich immer mal wieder andere Konkurrenten finden, die gleich immer mit 20-30% ins Feld gehen. Das hier sind tatsächlich die tatsächlichen Messwerte, da ist nichts dran geschönt. Sie sehen auch, dass es hier mal irgendwo schlechter geworden ist. Man hat es auch nicht immer in der Hand, dass es von einer Messung zur anderen tatsächlich besser ist. Aber wie gesagt, im Durchschnitt 10% Verbesserung. Und hier haben wir nochmal Verlustzeit. Verbesserungen, die sind hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass wir, da haben wir die Programme miteinander verglichen, die von einer Lastrichtung ausgewählt wurden und nicht über die Kapazität. Also das heißt, wo gewinne ich Wartezeit oder Verlustzeit gegenüber einem Programm, was laut Schaltuhr gelaufen wäre. Da sehen wir, dass wir die Verbesserungen halt hier auch ganz klar in den Radialen haben. Man muss wissen, zu Bogotá sieht jetzt hier aus wie so eine halbe Avocado, diese Bezirke 7, 8, 9. Das ist eigentlich das Stadtzentrum, weil rechts ist die Stadt begrenzt durch so eine Bergkette. Das heißt, die Bezirke 1 bis 6, das sind die Außenbezirke und in denen haben wir hier die stärksten Verlustzeitgewinne oder Verbesserungen, weil da halt ganz klarer Richtungsverkehr ist, wo man auch dann gut ansetzen kann, das optimale Programm auszuwählen. Weniger halt natürlich im Innenstadtbereich, wo eigentlich eh immer sich die Lastrichtungen gegenseitig so ein bisschen ausgleichen. Dann haben wir hier noch Referenzen innerhalb Deutschlands, international Kolumbien, Kanada, Griechenland, Schweiz. In Deutschland insgesamt um die 600 Anlagen, würde ich schätzen, die mit Ines oder MyCity Adaptive gesteuert werden. Module. Was heißt das jetzt konkret? Also wir haben jetzt über den Algorithmus gesprochen und an einem Beispiel operiert, aber welche Möglichkeiten liegen denn auf dem Tisch, mit MyCity bzw. mit Ines zu arbeiten? Da hier nochmal der Rückgriff. Natürlich laufen viele unserer Systeme nach wie vor unter Ines und werden auch Ines bleiben. Der Steueralgorithmus und die Parameter sind die gleichen. Sie sehen an der Oberfläche ist MyCity Adaptive natürlich in MyCity integriert, aber alle Einstellungen, die Sie unter Ines vornehmen konnten, finden Sie auch unter MyCity Adaptive. Und das Grundprinzip, was Sie hier sehen, so wie es vorher war, wir hatten unseren Ines-Server, der hat mit dem PD-Server der Verkehrszentrale sich unterhalten, also über und sendet Programmwünsche und AP-Werte, empfängt aktuelles Programm, Detektordaten, Grünzeiten und halt auch wieder diese AP-Werte, also Parameter, die zur Laufzeit ausgetauscht werden können. Wie sieht das Ganze jetzt bei MyCity Adaptive aus? Der Steuerkern ist sozusagen der gleiche, läuft aber dann in MyCity, in der MyCity-Umgebung und unterhält sich dann dort mit den entsprechenden Datendiensten von MyCity. Also eigentlich hat sich da nicht groß was geändert. Der Vorteil, den wir natürlich haben, ist, in der Konfiguration. Wenn Sie ein Standalone-System haben, müssen Sie die Konfiguration der Steuergeräte halt immer zweimal vornehmen. Das heißt, ich muss einen Controller erstmal anlegen, muss die Daten erstmal sammeln, muss sie dann in Ines oder aus Lisa zum Beispiel exportieren als OZV2XML oder ich gebe sie händisch ein. Wenn das Ganze aus dem MyCity-Kontext passiert, kann ich halt hier direkt sagen, ich möchte ein Netzwerk hinzufügen und kann dann, wenn ich hier ein neues Netz anlege, direkt aus allen in MyCity definierten Steuergeräten auswählen und die dann dem Netzwerk hinzufügen. Das heißt, ich habe keinen doppelten Konfigurationsaufwand. Was ist jetzt, wenn ich nach wie vor sage, ich habe aber schon einen Verkehrsrechner, das ist ja alles schön und gut, dass mir Schlotauer jetzt auch MyCity verkaufen möchte, dann wird es auch in Zukunft die Möglichkeit geben, MyCity Adaptive als im Rahmen einer Standalone-Lösung zu betreiben. Das heißt, da ist dann so eine Art MyCity Lite drauf auf dem System, aber die Funktion für den Kunden ist natürlich erstmal nur, es unterhält sich nach außen hin mit dem
mit der bestehenden Verkehrszentrale, mit dem bestehenden Prozessdatenserver. Das ist für uns auch nach wie vor eine Lösung und auch nichts, wo wir sagen, naja, jetzt entweder ist oder stirb unser System oder kein System. Diese Schnittstellen werden nach wie vor unterstützt. Wir haben einmal die Standardlösung, Szenarienauswahl mit dem sogenannten Capacity Optimizer und halt Offset Optimizer, also das heißt der Auswahl der Programme nach Koordinierungsrichtung. Das können in dieser geplante Steuerungen sein, das können auch irgendwelche Steuerungen sein, Hauptsache das Gerät spricht OZIT. Welches Programm wir da auswählen, ist uns eigentlich egal. Das kann ein Fettzeitprogramm sein, das kann eine Steuerung sein aus dem Z-Traffic Office, das kann irgendein anderes irgendwie geartetes Steuerverfahren sein. Hauptsache es kennt verschiedene Parametersätze und man kann entsprechend erwartbare Grünzeiten parametrieren. Dann haben wir noch die Möglichkeit mit der Grünzeitverteilung, auch die ist möglich über eine Standardschnittstelle mit einer irgendwie dahergelaufenen OZIT-Steuerung. Wenn es allerdings darüber hinausgeht, wenn wir über AP-Werte auch irgendwelche besonderen projektspezifischen Erweiterungen triggern wollen, steuern wollen, dann kommt man nicht darum herum, das Ganze mit Visa zu machen, beziehungsweise wenn das dann von uns kommt, würden wir das so anbieten, dass man das so entsprechend entwickelt. Der Unterschied zwischen den beiden Steuerungsmöglichkeiten stellt sich dann natürlich auch im Preis dar. Also wenn man jetzt sagt, ich brauche keine Grünzeitverteilung und so weiter, dann ist das Ganze auch erstmal kostengünstiger. Die Cloud-Lösung, das wollte ich jetzt nochmal zusätzlich vorstellen. Wenn man jetzt Cloud hört, denkt man vielleicht erstmal, naja, ist ja wahrscheinlich für den Betreiber erstmal vor allen Dingen gut, wenn er irgendwie keinen Server aufstellen muss. Deswegen wollte ich hier jetzt nochmal nebeneinander stellen, warum ist es nicht nur für den Betreiber von verkehrstechnischer Infrastruktur oder für uns als Anbieter von Vorteil, sondern auch für Sie als Kunden. Die verschiedenen Bereitstellungsszenarien bei MyCity sind halt einmal wie gehabt vor Ort oder on-prem, wie man das früher kennt, da steht ein Verkehrsrechner und man kann eventuell über eine Firewall von außen drauf zugreifen. In unserem Fall wäre es halt irgendwie ein Zugang zu MyCity Adaptive, was dann halt auf dem dezidierten Server, der beim Kunden in der Stadt, im Stadtnetz irgendwo steht, zugreift. Die zweite Möglichkeit, Private Cloud. Das heißt, es gibt eine Cloud, das System läuft sozusagen in der Cloud, ist aber erstmal vom World Wide Web nochmal getrennt und dann hängt in einem Netz mit der Stadt. Und dann die dritte Möglichkeit, Public Cloud, alles läuft sozusagen auf der Swaco-Umgebung und über das Internet dann mit dem Stadtnetz verbunden. Die Cloud-Lösung haben deswegen einen gewissen Charme, weil ja, es ermöglicht mir verschiedene Möglichkeiten. Zum einen kann ich Kommunikationsmöglichkeiten herstellen zwischen verschiedenen Installationen bzw. Mobilitätsmanagement auch regional übergreifend machen. Wenn sozusagen eine Strategie gefahren werden soll, nicht nur für sagen wir mal Leipzig, sondern für den Großraum Leipzig, dann können unterschiedliche Unterzentralen sich über die Cloud miteinander unterhalten. Dann ganz grundsätzlich, ich habe einen Ansprechpartner für meine komplette IT-Kette. Das heißt, wenn irgendwas schief geht, weiß ich, wo ich anrufen muss und nicht bei drei verschiedenen. Der eine ist für meinen Server zuständig, der nächste ist für die verkehrstechnische Funktionsweise zuständig, der vierte ist irgendwie wieder für die Kommunikation mit den Steuergeräten verantwortlich, sondern alles kommt aus einer Hand. Zweitens, und das ist der große Vorteil, da komme ich gleich nochmal drauf, ich habe die Möglichkeit, neue Funktionen auszutesten. Wenn das Ganze in der Cloud läuft, ist für uns zur Bereitstellung, müssen wir eigentlich nur sagen, okay, wenn die als Kunde jetzt Adaptive haben wollen, dann schalten wir ihnen das frei und dann können sie das gegebenenfalls auch ausprobieren. Da gehe ich gleich nochmal näher drauf ein. Außerdem ist in der Cloud immer gewährleistet, dass sie die allerletzte, neueste Version der Funktionen und Algorithmen zur Verfügung haben. Es gibt ein dezidiertes Backups und Sicherheitssystem. Wir haben minimierte Reaktionszeiten bei Sicherheitsrisiken. Also wenn doch mal wieder rauskommt, es gibt eine Sicherheitslücke, dann wird die einmal zentral geschlossen und auch zeitnah. Wie eben schon erwähnt, es gibt eine Datenredundanz. Das heißt, einmal sind die Daten, heißt zum einen, dass die Daten irgendwo doppelt und dreifach gesichert sind und nicht bei irgendeinem Leck weg sind. Zum zweiten umgekehrt Redundanz natürlich. Ich spare mir die Redundanz, Daten 2, 3, 4, 5 Mal in verschiedene Systeme einzugeben, weil das Steuergerät muss ich in MyCity nur einmal anlegen.
ich habe von vornherein eine Infrastruktur, wo ich hohe Datenvolumina austauschen kann. Ich komme von überall ran und das Ganze ist auch kostengünstiger, nicht nur für uns, sondern auch für den Kunden. Auf diesen einen Punkt möchte ich jetzt nochmal eingehen, Möglichkeit, neue Funktionen zu testen. Für MyCity Cloud-Anwendungen bieten wir kostenlose Test-Accounts an. Das heißt, die Betonung liegt hier auf Cloud und die Betonung liegt auf Account. Also wenn Sie sagen, ich möchte MyCity testen, stellt mir doch mal bitte einen Server hin. Das können wir natürlich nicht so leicht bewerkstelligen. Aber wenn es heißt, ich möchte mal MyCity ausprobieren, macht mir doch mal einen Account. Ich habe hier irgendwie zwei Steuergeräte. Die könnten wir mal testweise aus unserem System rausnehmen und über die MyCity Cloud steuern und dann mal schauen, welche Funktionen sind da verfügbar. Das ist was wir anbieten und auch ja, die Idee ist, zu überzeugen mit den Funktionen und dass man erstmal schaut, was hole ich mir denn da eigentlich ins Haus? Bin ich damit zufrieden oder sagt mir das alles nicht zu? Wenn Sie schon MyCity Cloud-Kunde sind, für MyCity Adaptive dezidiert bieten wir an, dass wir Testnetze konfigurieren. Also die Funktion freischalten ist das eine, dann auch zu verstehen, wie lege ich denn ein Netz an, worauf muss ich da achten, ist das andere. Deswegen ist unser Angebot da zu sagen, wir nehmen eine Teststrecke, wir konfigurieren dafür diese MyCity Adaptive Steuerung. Das heißt, auf der Straße muss da erstmal gar nichts passieren. In der Konfiguration ist es oder in der Kalibrierung ist es sowieso so, dass es immer eine Testphase gibt, wo die Steuerung erstmal im Schattenbetrieb, wie wir das nennen, Entscheidungen generiert und man erstmal sich diese Entscheidungen anschaut und dem gegenüber hält, was draußen auf der Straße los ist. Und diese Möglichkeit würden wir anbieten, dass wir sagen, Sie zeigen auf den Streckenzug, wir konfigurieren den, dann gucken wir uns das mal ein paar Wochen an und schauen, was die Netzsteuerung da empfohlen hätte und dann können Sie entscheiden, ob wir das Ganze in Betrieb nehmen und wie sich das dann finanziell darstellt. Ja, wenn daran Interesse besteht, gehen Sie gerne auf uns zu. Die E-Mail-Adresse kommt gleich am Ende dieses Webcasts und damit wären wir eigentlich auch schon am Ende. Ich fasse nochmal zusammen, MyCity Adaptive Ines. Unser Fokus lag immer auf nachvollziehbaren Entscheidungen, transparenten Algorithmen. Also der Kunde soll immer verstehen, was macht die Steuerung da. Effizient kalibrieren. Das, was wir gesehen haben mit den Sättigungsgraden, führt einfach dazu, dass ich nicht 250 verschiedene Parameter habe, die ich einstellen muss, sondern ich kann ganz gezielt schauen, wenn ein Programm sich auf dem Papier als leistungsfähig erweist, draußen auf der Straße aber nicht, habe ich eine Stellschraube, an der ich stellen kann. Das Ganze ist modular, also flexibel einsetzbar, ich kann es gut skalieren, ich kann Netze hinzufügen. Gerade unsere Kunden, die Ines im großen Stil einsetzen, haben alle mal klein angefangen mit ein, zwei Testnetzen und dann das Ganze weiter aufgebaut. Die Preisstruktur ist auch so daran orientiert, dass man sagt, man bezahlt für die Anlagen, die auch tatsächlich laufen und nicht für das System als Ganzes. Und ja, wie gesagt, nach wie vor offene und herstellernative Schnittstellen. Es ist natürlich so, dass die Vorteile, die ich gerade genannt habe, die gibt es natürlich vor allen Dingen im MyCity-Kontext, dass bestimmte Prozesse einfach schlanker ablaufen. Das liegt aber einfach in der Natur der Sache. Es ist jetzt nicht so, dass wir jemandem Steine in den Weg legen, der sagt, ich möchte aber mit einer anderen Verkehrszentrale arbeiten. Aber es zeigt einfach die Erfahrung. Schnittstellen muss man halt auch erstmal bereitstellen und testen und zum Laufen bringen. Das ist einfach ein Schritt, der dann wegfällt, wenn man sich in einer Systemarchitektur bewegt. Wir haben ja auch in diesem Jahr wieder ein volles Programm an Schulungen und Webcasts. Und was jetzt fürs Ende des Jahres noch ansteht, haben wir nochmal unsere Standardschulungen. Lisa Professional ist am 7. und 8. November. Dann haben wir nochmal eine Zusatz-Basics-Schulung, weil die erste so schnell ausgebucht war, am 21. und 22.11. angesetzt. Da gibt es jetzt auch noch ein paar freie Plätze. Und dann haben wir Ende November, 27. 28. nochmal das LISA Expert Modul 4, wo es um die ÖPNV-Bevorrechtigung geht. Am 30.11. hatten wir auch nochmal angekündigt, kurzfristig das Thema LISA Wissim, die Schnittstelle, wo wir gemeinsam mit der PTV ja, die Schnittstelle und die Vorteile und die Einfachheit des Austausches der Daten zwischen beiden Programmen nochmal als Schulung wirklich Schritt für Schritt mit Ihnen durchgehen. Die ist leider schon ausgebucht. Nichtsdestotrotz möchte ich Sie bitten, wenn Sie daran Interesse haben, melden Sie sich bei uns. Dann versuchen wir, dass wir auch
schnellstmöglich noch einen weiteren Termin finden. Ganz neu, das findet wirklich statt. Wir haben die Referenten das Programm so weit in Sack und Tüten. Die letzten Titel stimmen wir gerade noch ab, wie es dann heißen soll. Da laden wir Sie herzlich zu uns in unsere neuen Räumlichkeiten nach Berlin ein. Am 16. und 17. November werden verschiedene Referenten aus Städten vom Fraunhofer-Institut, von der BAST, von Hamburg, Münster, Stuttgart schon zugesagt werden, ihre Themen vorstellen und Thema MAP und CITS, also diese ganzen Zukunftstechnologien, was da schon gemacht wird, wie es weiter aussieht. Und selbstverständlich stellen wir natürlich auch vor, wie Lisa da unterstützen kann und freuen uns natürlich auch, Sie hier dann in unseren Räumlichkeiten in Berlin begrüßen zu können. Also die Anmeldephase ist offen. Da haben wir auch noch ein paar kostenfreie Webcasts. Und zwar findet nochmal das Lisa Click-Along statt für diejenigen, die Lisa noch nicht kennen und die von unserem Torben Ditze oder auch von Mayuk Sika dann in Englisch Lisa nochmal in allen Modulen vorgestellt haben wollen, können da mit einschalten. Und dann haben wir nochmal im November die Lisa CITS-Bibliothek, also passend jetzt auch, was können wir hier alles und wie kann Lisa Sie da in diesen neuen Technologien auch unterstützen. Ja, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir hoffen, Sie konnten einiges mitnehmen. Fragen gibt es natürlich immer und wir beantworten sie Ihnen gerne. Für Angebote und sonstige Fragen gerne an lisa@schlothauer.de und für technisch-fachliche Fragen wenden Sie sich bitte gerne an service@schlothauer.de. Vielen Dank und Ihnen weiterhin einen schönen Tag.